Gerade wenn du viele Dateien hin und her kopierst, verschiebst oder dir Miniaturansichten generierst und Elemente anders anordnest, dann kann es sein, dass sich dein Windows Explorer, also das Programm, das für die Anzeige und die Navigation auf dem PC essentiell ist, aufhängt. Was du in diesem Moment tun kannst, das erkläre ich dir ganz einfach in diesem Video. Im ersten Schritt musst du verstehen, dass der Windows Explorer mit wirklich vielen Tools auf deinem PC zusammenhängt. So unter anderem auch der Taskleiste. Probier also erst einmal aus, ob du doch einen Rechtsklick auf die Taskleiste machen kannst und dann auf Task Manager klicken kannst. Ist das nicht der Fall, dann gibt es eine andere Möglichkeit, den Task Manager zu öffnen, und zwar indem du die Windows-Taste und R gleichzeitig drückst. Dann öffnet sich unten links ein Ausführen-Dialog. Und in diesem Dialog gibst du nun das Wort Task MGR, also die Abkürzung für Task Manager, ein. Klick dann auf OK und es öffnet sich der Task Manager. Hier siehst du unter Prozesse bereits auch schon den Prozess für den Windows Explorer. Diesen Explorer, wenn er aufgehangen ist, können wir neu starten, indem du einen Rechtsklick auf den Eintrag machst und dann auf Neu starten klickst. Kurz verschwinden die Elemente auf deinem Bildschirm, bis sich alles wieder zurücksetzt, die Taskleiste erscheint und nun sollte bereits dein Windows Explorer wieder funktionieren. Hat das allerdings nicht so richtig geklappt und der Neustart ist nicht der einzige Weg, das zu tun, dann könntest du beispielsweise auch den Explorer erneut öffnen und ihn diesmal nicht neu starten, sondern komplett den Task bzw. den Prozess beenden. Jetzt habe ich mir den Prozess beendet und jetzt kommt hier in dem Fall der Windows Explorer nicht einfach wieder. Dafür muss ich ihn erst als neuen Task ausführen und hier gibst du nun die Explorer.exe ein. Und nun haben wir wieder unseren Windows Explorer gestartet und das Problem sollte behoben sein. Es gibt noch einige weitere Ansätze, die ich dir in der Beschreibung verlinke. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ansonsten abonniere gern den YouTube-Kanal von Tutorial Center für die kompaktesten Tutorials auf YouTube. Bis bald!